Oh, schön essen, ganz gemütlich zusammen, ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon. Raclette. Oh, ich habe extra Frau Bescheid gesagt. Noch eine Packung Käse mehr. Letztes Jahr hat das gar nicht gereicht. Und schön Currysoße, selbstgemachte Currysoße. Oh, geil. Und die Kinder schön zappeln lassen, ne? Schön 2 Stunden essen und mit den Geschenken zappeln lassen. Naja, gut, meine Tochter stört das gar nicht mehr so. Die macht eher mit. Die will den Papa immer schlagen, aber das schafft sie nicht. Ja? Da bin ich immer noch der Weltmeister drinne. In länger essen und am meisten putzen. So. Ihr könnt mal eben entscheiden. Wollen wir noch mal von Jack ein Video sehen? Teil 5. Oh, der ist ja schon bei Teil 5. Warte mal, wir müssen auf jeden Fall Teil 3. Was ist denn Teil 4? Haben wir das schon geguckt? Nee. Hoffentlich hält die Folie, war Teil 2. Nee, Teil 3 müssen wir jetzt gucken. Teil 3. Dann gucken wir uns das mal an. Kätzchen verletzt, passt nicht, gibt. Passt nicht, gibt's nicht. Mensch, so, früh am Mittag. Mensch, schwere Sprache. Yo, hey, yo. La 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 la. Okay, lassen wir das. Ja, die Ab letzte ins Schleife wird Video. angebracht, ne? Genau, an der Kiste. Ja, Freunde, da ist noch ein bisschen was passiert, wenn ihr Bock drauf habt. Wir haben die Scheiben tönen lassen. Das ist cool. Da, da, Scheibentönen habe ich auch da, hinten. Boah, da. Wir geil. müssen die Fronten bezogen. Also ich habe es schon, wie gesagt, Jack hatte mich ja besucht. Die waren hier auf dem Weihnachtsmarkt hier bei mir. Und ich habe mir das angeguckt. Ich fand das echt cool. Auch die Boxen, auch dass sie die rausnehmen können mit dem Teppich oben drauf, dass sie diese Leisten umrum gemacht haben. War, also das sieht sehr gut aus. Ja, da kommt noch Jetzt irgendwie was erstmal drauf. nur so, Muss ja, das bisschen ist ja unbehandeltes zurückfegt Holz, genau. Bisschen. Tada, und so. Tada. Freunde, hier. Und noch ein Stückchen weiter. Also, Man muss ein bisschen, einmal ja, die. Freunde, so. sind doch mal Auszüge hier, würde ich mal sagen. Das sind so richtig fette, schwere Postkaffee ist auch am Auszüge, Start. die schweren Schubladen, alles haben wir. Ja. Ich will nach hinten, weil da ein bisschen. Ja, der steht ein bisschen schräg, aber das macht nichts. Na, hier, das zweite hier, zack, pow. Das ist schon richtig cool, wenn du so beide rausziehen kannst. Also wir werden auf jeden Fall noch einen Livestream machen. Und da könnt ihr auch mal ein bisschen euch mit einbringen, wie ich mein Caddy machen möchte. Ich habe jetzt schon echt 2, 3 Ideen. Ich wollte erst so ein Hufeisen machen und in der Mitte einen Tisch, den man rauf und runter machen kann, dass ich quer schlafen kann. Jetzt bin ich am Überlegen, nur die rechte Seite als Bett wieder zu bauen und die linke Seite mit meinem Equipment und was man so alles braucht. Also ich bin mir da noch gar nicht so richtig schlüssig. Das Problem ist halt, wenn ich mal mit Frau losfahren will oder Sohnemann fährt mal mit oder Tochter fährt mal mit oder ich fahre mal mit dem Hund los, dass ich halt Liegefläche brauche. Ja? Und deswegen muss ich mal gucken, ob ich das doch eigentlich so ein Hufeisen und Tisch, dass ich den runter machen kann und dann habe ich die ganze Fläche als Bett. Aber das Problem ist immer, du hast wieder, du hast dann die Kissen drauf. Und wenn du da mal ran willst, musst du immer ein Kissen hochnehmen, aufmachen. Also ich wollte ja auch so Ausschübe rausmachen, ja, so wie Jack das gemacht hatte. Das sind ja so Schwerlastauszüge, die übrigens auch Schweinegeld kosten. Die können ja bis 80 bis, ja, 80 bis 90 Kilo können meine aushalten. Ich glaube, Jack hat auch, glaube ich, die gleichen. Und ich will das halt so haben, dass ich nicht so viel immer umbauen brauche, dass es einfach simpel ist. Und dass ich zum Beispiel Kästen drin habe, dass ich den Kasten rausnehmen kann, bestücke ich hier im Keller, zum Beispiel mit Essen, Kochgeschirr, oben mit Klamotten und dann nehme ich die Kisten mit ins Auto und packe die einfach nur noch rein. Weil ich habe das so mal so gemacht, ich habe oben die Tasche gepackt,
zum Caddy und dann habe ich es in den Kasten reingepackt. Und das will ich halt vermeiden. Ich will halt so wenig Aufwand wie möglich betreiben. Ich will einfach die Kisten hier zusammenpacken, ins Auto stellen, losfahren. Ne? Und ja, da kann man noch viel optimieren. An der Seite zwei klappbare MDF-Platten und da drunter Filz für Kisten lassen. So, das ist auch noch das nächste Ding, ob ich überhaupt MDF benutze. Ich habe auch schon gedacht, dass ich USB-Platten nehme, aber ich habe jetzt zum Beispiel zwei Kisten drin. Ist auch nicht schlecht, aber ich möchte es ja ein bisschen anstreichen. Es soll nachher, mein Auto wird ja auch noch lackiert, es soll ja nachher ein bisschen Anthrazit werden. Und da möchte ich die Kästen anmalen. Und USB-Platten, die sind nicht so toll zum Lackieren. Also zum Streichen. MDF wäre natürlich ein bisschen besser. Vielleicht Sperrholz. Muss ich mal gucken. Also mit dem Holz habe ich mich noch nicht so ganz so beschäftigt. Schauen wir mal, was ich da noch mache. Aber das hat doch echt. Also so Februar will ich anfangen mit meinem Auto. Zack, sind die zu. Ja, Kenzing kann schon fast halb da drin liegen. Die Mucke, die fehlt. Die muss immer, das ist Kult bei Jack. Die Mucke. Wir sehen noch nicht erschöpft aus. Nee, Freunde, wir hatten ja vorhin gesagt mit der Schublade. Dann haben wir da jetzt 8 mm abgeschnitten mit der Kreissäge und so. Jetzt ist es angeblich zu viel, vorher war es zu eng und wir machen dann eine andere Lösung, eine Winkellösung, die zeigen wir euch dann aber auch. Freunde, das ist unser Hauptbettanteil mit den Schubladen hier drunter, ne? Kennt ihr ja noch, in der Version unbekleidet. Jetzt haben wir hier so ein 5-Euro-Teppich hier gekauft, damit schlagen wir das jetzt komplett ein, wird jetzt hier schon zack, zack, pow, das wird dann nachher geklebt, dann hat man so ein bisschen angenehmer, ne? Jetzt hier rein. Auf jeden Fall sehr geil. Also die Kisten so mit dem Teppich so zu machen und schöne Winkel drum zu machen, das sieht echt geil aus. Hat was. Auch gerade wenn du, weil das ja die Liegefläche ist, ne? Da kannst du auch mal eben eine Wolldecke raufpacken oder so. Und ich lag da auch drinne und du kannst echt da so, du kannst locker dich so hinlegen und aufrecht kannst du dann halt sitzen und kannst da Kaffee trinken oder was essen. Ich bin mal gespannt, wie er das dann so mit dem Essen macht. Ob der sich so ein Gasherd dann in den Einzug reinbaut und das dann da kocht und wie ist das dann, wenn zum Beispiel Regen ist. Ich stelle mir ja auch vor, wenn man mein Caddy hat ja Seitentüren. Und ich will ja oben nachher so ein Dachgepäckträger haben und dann werde ich mir irgendwie was bauen, dass ich irgendwas rausschieben kann, dass ich auch überdacht bin. Jack hat natürlich das Gute, er hat eben einen Kofferraum, den man aufmachen kann und damit hat er dann schon so ein Dach. Und dann kann man ja vielleicht auch noch was, so eine Plane hinten ran machen und zum Abhängen oder so. Mein Nachbar hat übrigens auch einen Caddy, den neueren Caddy. Und der hat auch sowas Ähnliches. Und der hatte mich auch gefragt, ob ich das haben möchte, aber bei ihnen ist das auch so, dass du die Klappe hochmachen kannst und bei mir geht die halt eben seitlich auf. Aber der hat sein Caddy zum Beispiel auch ausgebaut. Mal gucken, was er sagt, wenn ich meinen ausbaue. Ich weiß, dann alles kaputt hier. Ich wollte ja eigentlich hier auf dem hohlen Holz, hier auf dem normalen, ne, robust auf dem Holz, hier ganz blank, wie das so Outdoor-Burschen machen. Er hätte auch auf dem Fakir-Brett hier geschlafen, egal. Auf dem Kissen ist ein bisschen schöner. Und die ist auch wärmer. Ja, selbstverständlich ist er. Ich find's auch gut. Es ist wirklich gut. Also mit dem Teppich, das ist echt, Kätzchen, eine sehr gute Idee. Finde ich gut. Ja. Ich wollte komplett kleiden. Hatte, wollte nur ja. Hier oben, aber ich hatte, wollte. Jetzt sind ja auch die Seiten jetzt hier, ne? Aber es ist ja okay. Ist ja okay. Das ist so ganz okay. Macht die ganze Sache ein bisschen wohnlich. Ach du, die Jacketten, Leinchens, Fingernägelchen haben gelitten während der Bauphase. Unglaublich. So, jetzt kann ich noch mal hier zeigen. Also die Kisten hier, ne? Ja, wir haben richtig massiv gebaut. Wir haben ja das erste Mal jetzt hier sowas gebaut. Genau, das sind jetzt die zwei Kisten, die dahinter kommen. Also er hat einen großen Kasten gebaut mit zwei Ausschübe. Ja.
Und dahinter kommen noch zwei Kästen. Auch cooles System. Ich möchte mal wissen, Jack, ist dir das eingefallen oder hat Kätzchen die Idee gehabt? Das wäre mal interessant. Wie ihr das gelöst habt mit den zwei Kästen hinten. Fand ich auch sehr gut. Auto braucht hier so eine rumgeschreinert und so. Hatten kein richtiges Werkzeug. Der Spider-Man hat uns erstmal da ausgeholfen am Anfang. Und dann haben wir uns noch so eine Kreissäge da ausgeliehen. Werkzeug ist halt wichtig, ne? Und wir haben festgestellt, man muss also vernünftiges Werkzeug haben, um vernünftig arbeiten zu können. Ne? Ja, ist so. Ja. Aber wie? Werkzeug ist echt Gold wert, ne? Man muss schon vernünftige Kreissäge haben, Stichsäge, Akkuschrauber. Ja, dann haben wir hier so richtig dicke Platten. Das sind 20, 19 Millimeter, so Platten hier genommen. Aber Freunde, das sind Kisten. Ne? So, und jetzt haben die Kisten gemacht, die du aufklappen kannst. Und tada, echt sehr viel Stauraum. Da kannst du jetzt deine Schlafsachen reinpacken. So würde ich mir das vorstellen. Weil, wenn du erstmal deine Schlafsachen ja oben drauf hast, kannst du an die Kisten nicht mehr so toll ran. Also du musst es ja wieder alles wegschieben, um an diese Kisten ranzukommen. Wisst ihr, wie ich das meine? Da hast du richtig Platz. Aber du hast richtig fett Stauraum drin in den Kisten. Jetzt hier rein. Ist sie hier? Ne, hier auch schön mit dem Band dran, ne, dass du das auf und zu machen kannst mit der Lasche. Die Nippel durch die Lasche ziehen. Komm mal jetzt schon hoch hier. Da kommen aber noch. Schön mit Klavierband hinten, ne? Das muss ich mir dann auch besorgen. Dämpfer rein. Ja, damit die auch von alleine dann so offen stehen bleiben. Sonst ist das blöde. Ja, und jetzt hier, Freunde? Genau. Und da sollen die beiden Kästen rein. Jetzt ist natürlich das Geile eigentlich. Also, ich hätte da schon wieder eine andere Idee. Weil er hat ja jetzt Schiebetüren auf beiden Seiten. Also wie das Auto ist echt cool. Ich war auch schon am Überlegen, ob ich das mir als Familienauto kaufe. Vielleicht gucke ich mich da mal um. Weil das ist echt ein tolles Familienauto. Du kannst die Sitze auch schnell rausmachen, du kannst mal was transportieren. Und ich könnte das so machen, wie Jack das gemacht hat mit den Kisten. Wenn wir in den Urlaub fahren, packe ich die Kisten rein und dann fahren wir los. Ja? Die Kinder kommen dann in den Staufach rein, in die beiden Kisten. Nein. Packt man natürlich den Sitz wieder rein und hinten kommt dann halt die zwei mit den Ausschüben und man könnte dann oben ein Dachzelt drauf bauen. Ich schlafe da mit Frau im Auto und die Kinder können im Dachzelt schlafen oder so. Oder die haben ein Zelt und zelten draußen, keine Ahnung. Und was ich jetzt hier anders gemacht hätte, Moin Hendrik übrigens, grüß Gott, alles aufgebaut, PC endlich wieder am Start, das ist schön, dass du vorbeischaust. Er hat ja jetzt so Klappen gebaut, die man hoch machen kann. Aber ich hätte das jetzt anders gemacht. Ich hätte jetzt die Kisten auch so gebaut, dass du Ausschübe an den Seiten hast. Weil, dass du immer rankommst. Weil, wenn du erstmal dein Bett oben drauf gebaut hast oder Essen machen willst oder sonst irgendwas, du musst das immer wieder wegräumen zur Seite, und um den Kasten aufzumachen. Aber ich denke mal, die wollen ja auch nur ihre Bettsachen da reinpacken. Oder Klamotten. Oder du müsstest an deinen Klamotten ran. Ja, du müsstest immer was wegräumen und das würde mich voll nerven. Deswegen, und du hast jetzt schon bei dem Auto, hast du zwei Schiebetüren. Und das wäre ja geil. Könntest jetzt auch so, wie er es hinten gemacht hatte, würde ich, aber von den Dings ist das auch toll. Also das ist richtig geil gemacht, was die beiden gemacht haben. Also richtig toll. Ist jetzt nicht hier, ist es jetzt nur, wie ich vielleicht das gemacht hätte. Ich würde mir auch Ausschübe bauen, dass ich das an der Seite rausschieben kann, weil du schon zwei Schiebetüren hast. Und wenn du dann dein Bett aufgebaut hast oder so, du kommst trotzdem noch an deinen Klamotten ran. Ne? Und nicht auf der anderen Seite. Alles fertig, die Wohnung. So, sauber. So sieht das jetzt von der Seite aus, ne? Aber guck mal, das sieht so aus, ob das dazugehört, ne? Das ist voll geil gemacht, ey. Mit dem Teppich. Und guck mal, die haben das so gemacht. Die haben das auch richtig gut gemacht. Die haben das so überschnitten, dass du nicht komplett Leisten rummachst, sondern die haben hinten nur diese Leiste an den Seite dran gemacht. Hier. Die haben nur hier diese Leiste dran gemacht. Und hier hast du keine Leiste umrum. Das ist echt geil gemacht. Die Erhöhung, ne, ein bisschen Kantenschutz, hat jetzt wie gesagt, muss noch der Kantenschutz da dran. Okay, haben wir Kantenschutz dran gemacht. Hier haben wir noch von der Heizung, der Auslass. Ja, und jetzt kommen hier die beiden anderen Kisten rein, weil wir hatten zuerst geplant, diese Kiste kürzer. Kannst du zum Kaffee herkommen? Ja, dann, wenn der Kar ja da ist, dann du kriegst ja auch noch ein Paket von mir hier. Felix hatte ja auch noch was liegen gelassen vom Winterbiwak. Kriegst ja auch noch was. Und die Autogrammkarten. Bis hierhin, sodass man noch die Sitze reintun kann, wenn die Kiste drin steht.
Wir haben aber, hätten wir mit dem Sitz hier rein messen müssen. Ne, wir haben schon richtig gemessen, wir haben dann nachher nur beim Zusammenbauen Fehler gemacht. Ja, aber das ist egal. Man kann die ganze Kiste auch raus tun, die beiden Kisten und die Stühle, die Sitze wieder rein tun, ist alles machbar. So, aber jetzt Freunde, jetzt ist es so. Also so wie ich jetzt verstanden hatte, war die Box erst länger und die konnten die Sitze nicht mehr reinmachen. Und jetzt haben sie die Box, glaube ich, das war, glaube ich, irgendwie ein Kraftaufwand. Also die mussten die Box kürzen. Ich glaube auch von der Höhe, glaube ich, irgendwas war da noch. Auf jeden Fall waren sie bei ihrem Kumpel hier, den Spider-Man da. Und der hat halt eben Profi-Werkzeug und Kreissäge und was nicht noch alles. Und da haben die das halt gemacht. Und jetzt passt, glaube ich, auch ein Sitz rein. Und gleich sind die Kisten da drin. So, Kätzchen schreibt jetzt hier, ne, auf die Kisten drauf, ne, wem die gehören. Das ist Kätzchenseite. Nein, wir haben verschiedene Längen. Weil ich, ne, die kommt hinter Kätzchen ihren Sitz. Ne, die kommt hier hin. Die ist ein bisschen länger, weil Kätzchen nicht so. Ich brauche da hinten eine etwas kürzere. Aber das werdet ihr dann gleich sehen. Und das sind die Rückseiten. Und jetzt packen wir die rein. Ich glaube, Jack war sogar einen kleinen Tick größer wie ich. Ich glaube, wir haben uns mal beide gemessen. Ich glaube, Jack war einen kleinen Tick größer wie ich. Du musst dann das Händchen wegmachen. So, Händchen weg. Ja, den Staub kannst du später abnehmen. Ja, jetzt rein. Ja. So. Hier müssen noch diese kleinen Mini-Keile drunter. Aber saugeil, oder? Richtig geil. Das hätte Jack gar nicht so zugetraut, aber das ist echt, also Jack Kätzchen, echt super gemacht. Also super Idee mit den Ausschüben, mit dem Teppich oben drauf, mit den Leisten. Echt genial. Also. Und das Geile, guckt euch mal an hier. Da an der Seite Kaffeebecherhalter, auf der anderen Seite Kaffeebecherhalter. Ey, die haben 2, 4, vorne waren auch nochmal 4, die haben 8, ich glaube, die haben 12 Kaffeebecherhalter. Also die können da richtig dick Party machen. So, Freunde, jetzt hier. Ja, hier sieht man das. Ah, das habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Moin, Nala. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach, Jack ist sogar die Box kleiner als bei Kätzchen. Da habe ich da letztes Mal gar nicht so drauf geachtet. Riesenkisten. Werden zusammen. Ja, wir haben jetzt uns so überlegt, wir haben jetzt hier fixiert. Kommen hier so 1, 2, 3, 4 Löcher werden gebohrt. Dann kommen da Schrauben durch mit Flügelmuttern unter die Scheiben, damit man die ja mal eben schnell auch miteinander verbinden kann, damit die mehr Halt haben. Dann bewegt sich hier gar nichts mehr. Und dann machen wir jetzt hier. Sehr geil. Alter! Vorsichtig nicht, dass die Dinger auf die Decke fallen. Da, Kätzchen ist verletzt von der Bohrmaschine hier. Da haben wir natürlich nicht gefilmt. Das erste Loch, weil jetzt, ich bohre hier durch. Und man ist ja normal, wenn du durchbohrst, dann gehst du noch mal. Nimm die Finger nicht. Dann geht man noch ein, zwei der zweite mal Finger her, ab. Zieht den Bohrer raus und Kätzchen wollte direkt schon wieder zugreifen. Ich wusste nicht, dass du 2, 3 Mal so ja. Bohrt, einmal und fertig. Nee, wenn man macht das Loch dann geschmeidig. Aha, ist klar. Also, ist kalt, Freunde. Was soll ich machen? Ne? Ist echt kalt geworden. Es war schön, super, super klare Luft und so, aber so. Jetzt ist der Kätzchen da. Deswegen fange ich wahrscheinlich erst im Februar mit meinem Ausbau die vom Caddy an. Machen. Komm mal da raus, du Scheiße. Wir sind da. Ich kann das mal so die kleine Dorfhügel nicht zusammenpassen. Kätzchen redet. Das sind 2 19,5er Bretter. Hat sie genau 19. Kätzchen möchte unbedingt diese Schrauben da drin haben, verstehst du? Ach so.
Hast nicht. Na gut. Alter. Ja. Ja, hätte sein können, klar. Ja, hätte auch sein können, dass ein gebratenes Hähnchen vorbeifliegt und sagt, hallo, esst mich auf. Oh, das wäre geil. Arme Schwein, habt ihr ganz... Wo sind die anderen Schrauben, Kätzchen? Aber nur drei. Einen hattest du hier gebracht, Kater. Ah, ich bin clever. Bin auf Zeibe. Auf Zeibe. So, Flügelschrauben, 1, 2, 3. Unter dich, 1, 2, 3. Kätzchen hat jemand zusammengesucht. 4. Also, nee, aber die passen richtig gut. Dann nehmen wir die großen. Was haben wir denn? Die kleinen mal zu dir. Ach so, die kleinen zu mir, ne? Ist klar. Unverschämt, ey. Aber die passen gut da drauf. So, einmal. Zack. Das heißt, du kannst trotzdem die ganze Box noch rausnehmen hinten. Also zu Jack, zur Kätzchenseite. Kannst du die ganze Box nochmal. Ja, wir holen noch. Das ist auch das Coole. Das habe ich mir auch beim Caddy überlegt, so. Dass ich so eine. Oh, jetzt komme ich schon wieder nicht. Ich vergesse immer. Immer, wie die Platte heißt. Ich wollte ja eine ganz große Hauptplatte in meinem Caddy reinbauen, die du dann wieder rausnimmst. Siebdruckplatte, genau. Eine Siebdruckplatte will ich reinmachen. Weil die kann halt Nässe und alles, ja, Nässe kann die halt ab. Ist halt, ja, wasserdichte. Wasserdichte Platte. Dass du halt so ein Dings hast, so eine Schiene, dass du diese Grundplatte reinschieben kannst und deine Elemente draufsetzen kannst. Und wenn ich jetzt mal, ab und zu musst du ja mal irgendwas transportieren, eine Waschmaschine oder sonst irgendwas, und dann kannst du die ganzen Boxen so rausnehmen mit der Grundplatte so oder so rausschieben, einfach auf so einen Bock draufstellen und dann hast du eine ganze Ladefläche wieder und kannst mal wieder was transportieren. Ne? Aber der Caddy ist ja eigentlich dafür gedacht, dass ich den jetzt als Wohnmobil ausbaue und dass ich den ja nicht als Transporter benutze. Aber du hast ja wirklich mal, ein Kumpel will da mal was transportiert haben oder dies oder meine Mutter. Wir sind ja auch gerade bei meiner Oma das Haus am Aufräumen, Schrott wegfahren und sowas alles. Ja. Das ist halt eben so. Das Ding, was ich mir noch so überlegt hatte, das umzusetzen. Aber ich glaube, ich werde da einfach fest meine Elemente einbauen und dann was da. Noch kürzer. Was sagt ihr dazu, was Jack da und Kätzchen gebaut haben? Findet ihr die Idee gut? Oder würdet ihr was ändern? Oder was würdet ihr anders machen? Sagt mal eure Meinung dazu. So, eine kleine Mutter brauchen wir mit dem großen. Ah, nein, nur eine kleine. Nee. Ja. Die ganze gleiche. Oh. Fuck, Pau. Reicht. So, reicht. Vorsichtig, ja, dreh direkt ab die Zwinge. Pass auf deinen Deckel auf, Kätzchen. Ja, ich hab hier. Ja, ja. Okay, ich hab den anderen hier. Boah, Freunde, der pfeift der Wind, ne? Alter! Dann machen wir gleich. Ich mach erstmal zu, Kätzchen. Erstmal gucken, wie das jetzt hier alles so miteinander harmoniert. Kätzchen schlaufen hier, zack. Müssen wir zusammen ein bisschen hochschieben. Pah, Alter, ist das geil. Oh, richtig cool. Perfekt, eine. Das ist auch gut, dass sie das mit den Flügelmuttern gemacht haben. Ich würde wahrscheinlich was mit einem 3D-Drucker machen, dass du jetzt die beiden Kisten mit der großen Kiste noch verbindest, dass du irgendwie, oder ich würde ein Loch durchbohren und einfach einen Splint durchmachen. Also ein, wisst ihr, so ein, wie heißen die, Splintschlösser. Splint durch, zack, dass du den Splint abmachen kannst. Und dann kannst du dir einfach durchdrücken. Weißt du, brauchst du nicht immer zur anderen Seite wieder, um irgendwas rauszuschrauben oder so. Einfach so einen Splint, zack, den du rausziehen kannst, drückst dir einfach rein und dann kannst du den Kasten rausnehmen. Höhe hier,
Dann hat Kätzchen gesagt, komm, wir machen die Leisten hier noch drauf, damit der Teppich nie ausfranst. Siehst du, hier passen die auch irgendwie. Hammergeil, passt das geil. Ja. Machen wir deinen nochmal auf. Zack, Pau. Also ich habe gedacht, dass man dadurch dazwischen ja? eine Zwischenscheibe. Ja, so eine Unterlegscheibe, ja, aber da braucht man nicht, Kätzchen. Ja, man macht die ja nicht 700 Mal am Tag auf und zu, aber so sind die, dann passen die dann richtig schön. Ja, das sieht richtig gut richtig aus. Richtig schön. Naja, man muss hier und da vielleicht noch mal nacharbeiten, man weiß es nicht. Hier muss noch ein Ding. Da muss eine Schraube rein. Mhm. Da können wir eben... Geht nicht ohne Loch? Geht ohne Loch. Willst du das durchzaubern oder was ohne Loch? Deine Linse ist verstaubt. Ja, mein ganzer Kopf ist verstaubt, nicht nur die Linse. Mein ganzer Kopf ist verstaubt. Nee, ohne Loch, ich habe keine Blechschrauben, aber ich kann das machen. Halt mal fest. Und dann, wenn du immer das letzte Loch bohren willst, ist der Akkuschrauber platt. So, nee, doch, hat er doch noch geschafft. Bei mir ist das immer so. Einen Moment, ohne in den Trick. Alter, ist das geil. Okay, kommt hier nämlich jetzt noch direkt so ein Schräubchen da rein. Noch mal ein bisschen. Muss ich die nicht so ein Splitter da irgendwo was? Nee, wo reicht? Okay, alles gut. Gut. Was kommt jetzt noch? Vielleicht sind sie ein bisschen zu groß für diese Welt. Vielleicht für diese Garage, das kann sein. Das scheiß Garagentor, ne? Also ich glaube, ich habe ja noch ein Video Reaction auf Jack gemacht. Wir gucken uns ja alle Teile an. Beim letzten habe ich, glaube ich, hingeschrieben, ne? Wie oft denkt ihr, dass Jack sich den Kopf an der Garage gestoßen hat? Ich glaube, der ist da bestimmt schon 10-mal gegen geballert. Boah, ey, das würde mich so wild machen. Ich hätte das Garagentor auseinandergenommen. So, Freunde, ja. Guck mal hier. Horido, es geht weiter. Also es geht weiter. Was passiert jetzt denn noch? Richtig schön, schon fertig hier. Beklebt alles. Kätzchen. Der zweite hat es jetzt hier fertig beklebt. Richtig schön. Jetzt kommt den Ding ist wieder dran. Oh, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Das ist neu. Auch mit den Griffen. Das war, wo die da waren. Da hatten sie noch keine Griffe dran gehabt, oder? Weiß ich gar nicht mehr so hundertprozentig. Und Teppich war auch nicht dran. Also das ab da kenne ich das dann auch nicht mehr. Ja. Die Löcher wieder finden. Und dann müssen wir noch die Verbindung. Oder? Wir haben so Verbindung gekauft, damit wir die vorderen zwei kleinen Truhen mit der großen Truhe oder Kiste oder wie auch immer, damit man die verbinden kann. Dann geht er weiter, Freunde. Ich muss einen Kaffee trinken. Genau, ich trinke auch mal einen Kaffee. Prost. So. Jack genauso wie ich. Immer Kaffee trinken. Kaffee muss am Start sein, ne? Folie kleben ist assig. Ja, Schnitzel wäre nicht schlecht. Kann sein, du kannst. Boah, da würde ich, wenn das hinten so meine Front wäre, die ich so rausziehen kann, ne, da würde ich so mein Logo drauf machen. Let's Urbex so.
So, weißt du, mit meinem Dings drauf, so in der Mitte durchtrennen. Urbex auf den rechten Kasten und Letz auf dem linken Kasten. Das würde bestimmt auch geil aussehen. Du musst aber einen Kaffee haben. Guck mal, hier geht's reichen. Komm, trink mal jetzt hier erstmal einen Schluck Kaffee, dann wird dir auch wärmer. Ja. Das ist lecker. Kaffee! Kaffee, es geht nicht ohne Kaffee. Die Seitenteile sind beklebt. Boah, geht jetzt schlagartig voran. Jetzt müssen wir die. Was denn? Die große Kiste rausnehmen. Ja. Und jetzt haben wir hier nochmal so eine Gummi, die man eigentlich so unter Waschmaschinen und so legt. Da haben wir nochmal drunter getan, damit wir noch ein kleines bisschen höher kommen und damit die Kiste nicht rutscht. Siehst du hier? Zack, Pau, passt genau die Kiste. Ja, und die kommt jetzt da rein. Und da seht ihr hier, zack, Pau. Und dann hat alles ein bisschen Wirrwarr durcheinander. Das müsst ihr euch nicht wundern. Das ist genauso, wir bauen so, wie wir im Kopf sind. Hier ist beklebt. Die Kiste, die Außenseite ist beklebt. Ja, jetzt sind halt wieder eine neue Sammelsurium-Kiste. Davon haben wir jetzt, glaube ich, schon 27 Stück. Also wir sind bereit für neue Auftrags. Ja, für den nächsten Ausbau. Und da wollte ich sagen... Ich bin mal gespannt, was sie dann als nächstes so machen, so wie es dann weitergeht. So. Wir tun jetzt alles rein, machen noch die Verbinder dran und dann geht es im nächsten Video geht's weiter mit den Matratzen. Was wir da an Matratzengedöns reintun und wir bauen noch eine Rückfahrkamera ein. Beim Hans an der Werkstatt. Hans von Kettwig. Der Hans aus Kettwig. Und da Hans gibt es noch Geschenke, die der Hans für uns bereithält. Ach du je, oh je. Das wird aber wieder ein klassisch spannendes Video. Freunde, auf jeden Fall. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Aber so, Freunde, wie gesagt, jetzt haben wir die Kisten drin, alles drin. Und damit die nicht nach vorne rutschen, haben wir jetzt hier die Hakenlösung gefunden. Das ist auch eine gute Idee. Mit den Haken. Das ist auch sehr gut. Einfach Klacks, zack, Haken rein, fertig. Das ist auch gut, das habe ich auch gar nicht gesehen. Da ist die Öse. Oh nein. Da kommt der Haken dran, dann werden die mit dem Haken da eingehakt. Ich kann euch da drüben mal zeigen, dass das Kätzchen das schon vorbereitet. So, Kätzchen, hier, ich höre immer nur Kätzchen. Hast du auch noch was gemacht, Jack? Gibt's mal ein Lichtkätzleinchen? Er hat Kaffee gekocht. Da, siehst du hier, Freunde? Da haben wir diese einfache Verbindung. Ja, dabei. Geil. Das ist auch eine sehr geile Idee. Ja. Gemacht, dann können die jetzt nicht mehr nach vorne abhauen. Und jetzt ist es komplett eine Einheit. Was sagst du? Komm mal hier. Oh, ich soll helfen. Ach du je, oh je. Ach, mit dem Licht auch noch. Naja, abhauen können sie eh nicht, ne? Weil, wo sollen die denn hin? Also vorne sind die Sitze, hinten ist der große Kasten. Also die mittleren Kästen können ja eigentlich nirgendwo hin. Aber ich hätte wahrscheinlich auch das so gemacht, so als Sicherheit, so hat man so im Kopf drinne, sind gesichert, können nicht nach vorne rutschen oder so. Ich find's auch gut, also hätte ich auch so gemacht. Warte, ich kann ja Licht rüberreichen. Freunde, ich muss da rüber. Freunde, in diesem Sinne, bleibt sauber, gerade und gesund da draußen. Es ist kalt, die Nase läuft, der Glühwein auch. Freunde, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Haut rein, bleibt sauber, gerade und gesund. Daumen hoch, alles klar, ich hab's unten, ich werd's unten in der Videobeschreibung verlinken. Jack und Kätzchen, Ausbau vom Lost Place Mobil Teil 3. Teil 4 gucken wir uns dann das nächste Mal an. Ich glaube, es gibt schon Teil 5, ich hänge hinterher.